Was geht, meine Freunde des besten Musikgeschmacks hier auf diesem Planeten? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Da bricht der Nacken. Liebe Freunde, was sehen meine trüben Augen? Bandmate mit Shambles. Vor 3 Tagen rausgekommen. Freunde, es ist lange her, dass ich wieder auf Bandmate reagiert habe. Und ich habe viel zu tun gehabt. Die Monate sind voll mit Sachen zum Erledigen. Und ich habe es kaum geschafft, Videos rauszuhauen. Aber ich bin wieder am Start, als ich gesehen habe, dass Bandmate einen neuen Track rausgehauen hat. Ich weiß nicht mal, ob er neu ist, weil ich habe mich immer noch nicht spoilern lassen. Ne? Ich bin immer noch ganz langsam dabei, mich durchzuhören. Und ach so, hier bohren auch Leute in unserem Haus. Deswegen fühlt euch jetzt nicht irgendwie abgefuckt dadurch. Ich fühle mich auch nicht abgefuckt. Ich lasse die bohren. Ich denke mal, ihr hört mich trotzdem. Und ey, ich hab Bock. Ich hab so Bock, Alter. Oh, fuck, Mann. Das ist echt wie wenn du, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, wie wenn du so eine richtig leckere Sache im Kühlschrank hast, so einen geilen Kinder Maxi King oder irgendwas Leckeres, gell? Und du hast es lange nicht mehr gegessen, du hast dieses eine Stück Kinder Maxi King aufgespart und jetzt weißt du, oh geil, du hast jetzt schön gegessen, schön die Nudeln reingehauen, jetzt was Süßes. Und was Süßes ist Bandmate, Digga. Und ich bin so gespannt, wie sich dieser Track anhört. Wir haben 3 Minuten 30, knackige 3 Minuten 30. Ich hätte mir einen bisschen längeren Song gewünscht. Ich liebe es, ich liebe die Band einfach, Mann. Und, aber egal. Wir gehen jetzt rein, ohne zu viel zu labern. Ich habe mich jetzt hier wieder ins Gelaber verstrickt, liebe Freunde. Aber wir wollen jetzt reinhören, wir wollen fühlen, was hier wieder abgeht, liebe Freunde. Seid ihr bereit? Ich bin's. In 3, 2, 1, let's go! Oh, hab ich Bock? Hab ich Bock? Es ist so lange her, Freunde. Ich hab Gänsehaut. Der Song fängt nicht mal an. Sieht man das? Scheiße. Was geht ab? Da ist der Refrain, Digga! Und die schaffen es einfach! Jedes Mal! Da öffnet sich die Brust so, da kommt so ein Sonnenstrahl raus. Vor Freude einfach, Mann! Ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll. Die sind doch nicht von dieser Welt, Mann! Sind Aliens, Mann. Das kann nicht sein, dass jemand so rasiert und jedes Mal aufs Neue schafft, dich von ihrer Musik zu überzeugen und dich noch mehr in den Bann reinzieht. Freunde, ich hab gerade so einen random schnellen Furzgedanken gehabt. Ich bin immer noch richtig traurig, dass ich keine Tickets für Hanabi gekriegt habe. Ja. Das ärgert mich so sehr, Mann. Sorry, es passt jetzt nicht ins Video, aber es kam mir gerade so ein Blitzgedanke, weil ich so gerne diese Mädels gesehen hätte hier in Frankfurt, in Deutschland, Mann. Wer weiß, wann die wieder herkommen, Mann. Sorry. Das ist, wenn man diese ADHD-Gedanken hat. Plötzlich fliegt dir alles durch den Kopf. Euer Bass klingt so saftig. Das klingt so gut abgemischt. Digga! Scheiße! Ich würde jetzt einfach von der Klippe springen und ich wüsste, dass ich Flügel kriegen würde und losfliegen würde. So ein Ding. So. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Digga. Ihr fühlt es bestimmt auch.
Oh, Bruder! Das ist so schön. Ich kann einfach nur zuhören. Ich will noch nicht mal meinen Kopf wackeln. Und holt mich ab jetzt, Digga. Ich hab so eine gute Hand. Fuck. Mit vollster Zuversicht würde ich mich von der Klippe stürzen und ich wüsste, ich krieg Flügel und flieg los, Digga, bei dieser Musik. Ich schwör's, das klingt krank, aber das macht irgendwas. Das macht irgendwas mit dir. Ohne Mist. Das klingt wirklich so, als ob du einfach. Du springst, Digga, Augen sind zu und du weißt, du hebst auf einmal ab, Digga. Du klatschst nicht irgendwo auf. Niemals. Diese Musik lässt dich nicht aufklatschen. Liebe Freunde, egal wie tief ihr irgendwo in einem Loch seid, das holt euch raus. Das holt euch raus, Digga. Unglaubliche Energie. Woher diese Energie, Digga? Ich versuche das zu begreifen, was für eine mathematische Formel steckt dahinter. So eine grandiose Musik zu machen, Digga. Und ich lese nur halb den Text, ne? Ich bin einfach nur da und fühle die Mucke, Digga. Oh. Ah, oh mein Gott, Digga. Liebe Freunde, das war Bandmate mit Shambles und die haben nicht untertrieben mit der Mucke. Die haben einfach rasiert. Die haben einfach wie immer absolut die Glatze rasiert einfach. Oh mein Gott. Ich liebe die. Ey, Freunde, ich finde es so schön, dass ihr mir diese Band gezeigt habt, Alter. Fuck. Ich würde so gerne so viel reagieren, ne, aber ich habe momentan so wenig Zeit. Ich habe so viele auch Vorschläge von euch von anderen Bands bekommen, ne? Auch japanische Bands. Ich komme zu nix, Alter. Und ich freue mich gerade einfach, das ist wirklich wie so ein wirklich so ein leckeres Stückchen leckere Schokolade, wo du reingebissen hast. Langsam isst du die. Du isst die ganz bedacht und snackst die so langsam weg, Alter, damit das jetzt nicht einfach runtergeschlungen wird und du hast dann auf einmal Bock auf noch eine Schokolade, so mäßig. Nee. Ihr wisst, was ich meine, liebe Freunde, ich lese auch gerade die Kommentare, die Leute sind komplett hin und her gerissen, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, es ist wirklich, das ist echt, wirklich, hier schreibt auch einer, das ist Addiction, Digga, das ist wirklich fucking Addiction, Mann. Das ist wirklich Zucker, das ist einfach wie ein kann man nicht beschreiben, muss man erleben, muss man fühlen. Liebe Freunde, es gibt so viele Menschen da draußen, die diese Mucke nicht fühlen, Digga. Abonnieren. Warum habe ich die noch nicht abonniert? Bin ich komplett lost? Hab den mal ein Like gedrückt auch? What the fuck? Freunde, wenn es euch gefallen hat, wenn die Reaktion euch gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet in Zukunft, dann abonniert meinen Kanal, smack den Like-Button weg und schreibt mir auch in die Kommentare. Ich schreibe mir wirklich alles auf und ich habe mir Notizen gemacht, auf was ich alles so reagieren soll. Schreibt gern rein, ich mache mir Notes, nur es dauert halt momentan, das ist kacke, ne? Ich glaube, so in der Winterzeit, da habe ich auch wieder mehr Zeit und ich freue mich darauf. Freunde, war schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde, ich freue mich einfach jedes Mal, ne? Wie ein kleines Kind und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, dass Bandmate uns die Hauben wegrasieren einfach. Macht's gut, Freunde, ciao.